Bro, was eine Farbe. Ich dachte mal, als Testfahrer muss man ein bisschen Auto fahren können. Bro, der hat die Klima auf 26,5 Grad. Bro, einfach falsche Spur, Digga, aber passt. Ist eingetragen, oder? Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Kommen wir gleich zur Sache. Ich habe keinen Grund, dieses Video aufzunehmen. Oder besser gesagt, ich habe keinen Plan, was wir heute machen. Wir fahren einfach. Wieder mal auf Oldschool angelehnt. Einfach fahren und schauen, was passiert. Ich habe keine Story mehr zu erzählen. Ich habe kein Ziel, wo ich hinfahren muss. Wir schauen einfach. Was macht denn der Citroën da? Das... Digga. Also du kannst mir erzählen, was du willst, aber der Roller vorne fährt schneller als 45. Wir sind jetzt auf Geschwindigkeit vom Roller. 60 laut Tacho. Bruder, ganz gefährlich unterwegs. Meine Nase juckt. Mann, oh. Übrigens, ja. Also da können sich viele noch eine Scheibe von mir abschneiden, würde ich behaupten. Wie geil sieht das bitte aus? Bro, was eine Farbe. Was sind denn das für komische Auspuffrohre? Das Äußere ist breiter als das Innere. Ist das normal? Ja, ich bin nicht dumm. Die sind wirklich unterschiedlich groß. Es sieht nicht gut aus, Digga. Vielleicht sollte ihm das mal einer sagen. Das sind so Originalfelgen. Hat sich Mercedes aber nicht lumpen lassen. Ich finde es aber auch sehr geil, Digga. Schwarzer Benzer. Die Rücklichter sind auch verdunkelt. Gelbe Bremssättel. Dann schön an der Seite Blue Efficiency. Ich habe übrigens letztens geschaut, weil ich will ja den Schein upgraden. Also ich will den A-Schein machen. Und dann würde ich mir gerne 600er holen. Und dann habe ich geschaut, was für ein Bike ich mir denn holen würde. Und ich muss sagen, Digga, warum sind die so teuer? Also selbst wenn ich mir von Kawasaki eine alte ZX6R holen würde, sind das immer noch 6.000 bis 7.000 Euro. Weil es halt eine Supersport ist. Wenn man im Vergleich dazu jetzt eine Z, sogar 750, die von der Leistung her, ja okay, knapp 10, 20 PS weniger zwar hat, aber ich sag's mal so, 100 PS auf einem Bike reichen voll und ganz, um so ziemlich alles wegzuscheppern, was es gibt. Aber eine Z jetzt als Beispiel kostet einfach 2000 Euro fast weniger als eine ZX6R. Einfach nur, weil sie nicht diese Supersportform hat. Und da habe ich mich halt umgeschaut, die billigste 600er von den großen vier Marken ist einfach die Gixxer. Einfach das Bike, was jeder fährt. Gibt auch wohl auch einen Grund dafür, weil sie echt extrem billig ist. Also man kriegt schon, ich glaube, ab 4.000 bis 5.000 eine gute Gixxer. Was halt lächerlich ist. Digga, das Ding hat 130 PS. Digga, mein Auto hat, glaube ich, 120. Bro, wie willst du... Wie willst denn du da einparken? Du musst ein bisschen weiter vor. Alter, fährt E400, aber kann kein Auto fahren. Warum steht ihr jetzt alle? Kann mir das irgendeiner vielleicht erklären? Bisschen rumchillen, gell? Ich verstehe schon, Digga. So, wenn am Abend die Frau fragt, und Schatz, wie war dein Tag? Ah, nix, bisschen rumgechillt auf der Leopold. Bisschen Stau, dies, das. Man weiß Bescheid, ne? Ah, okay, schön. War wieder so viel los, oder? Nee, wir hatten einfach keinen Bock zu fahren. So sieht's aus, Digga. Da, das würde ich nicht machen, BMW. Ich dachte mal, als Testfahrer muss man ein bisschen Auto fahren können. In dem Video muss ich noch nicht ein einziges Mal Mashallah sagen. Ich war einmal kurz davor, dann habe ich die Lage genauer analysiert und dachte mir... Nee. Digga, was ist denn so schwer am Autofahren, Mann? Ey, es gibt Leute, die haben ihren Führerschein nicht verdient. Übrigens, G-Klasse und GLS fehlen heute. Also, wenn man bedenkt, ich bin jetzt kein perfekter Autofahrer. Okay, und für mich ist es auch mehr so, die Regeln sind mehr so ein Leitfaden, an dem man sich halten sollte. Aber ich bin jetzt zum Beispiel einmal durch die Prüfung gefallen mit dem Auto. Mit Motorrad habe ich alles beim ersten Mal bestanden. Aber wenn ich, der, ich behaupte jetzt einfach mal, gut Auto fährt, einmal durchgefallen ist, Bruder, die Typen haben doch dann 5 Jahre lang ihren Führerschein probiert, wenn man schaut, wie die Auto fahren. Bro, der hat die Klima auf 26,5 Grad. Also in diesem Video ist ein ganz klares Mashallah-Defizit vorhanden. Obwohl, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Die Dame hat auf jeden Fall ein Mashallah verdient. Ja, doch, ja. Ja. So, jetzt kann man das auch abhaken. Bro, einfach falsche Spur, Digga, aber passt. Ganz langsam, rechten Blinker geben, Schulterblick.
rechts rüberziehen auf die Rechtsabbiegerspur. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Diesmal wieder ein Video komplett ohne Sinn, so wie es sich für diesen Kanal gehört. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, bleibt mir gesund. Yalla.